weiterer Teil, Zampa, Vorderachse, Rallye-Niva. Wir haben ja jetzt schon das Vorderachsdifferential geprüft, wir haben die Antriebswellen gemacht. Jetzt sind natürlich noch hier Achsschenkel und die ganze Geschichte mit der Bremse und dem Radlager. Dazu aber gibt es ein recht ausführliches Video, es sind glaube ich auch 5 Teile. Werde ich irgendwie verlinken oder ihr müsst mal suchen. Hier gehe ich jetzt nur mal sporadisch drauf ein. Wir müssen jetzt hier das Traggelenk sicherlich neu machen. Das ist sehr, sehr leicht. Ich werde damit hier nicht unnötig Dreck reinfällt, weil hier sitzt natürlich in allen Ritzen noch Sand. Hier muss so ein Holzstöpsel reinsetzen. Das weiches Holz. Da geht saugend rein, dass der Simmerring erhalten bleibt. Jetzt werde ich es einfach zerlegen. Und dann Traggelenk wechseln. Einen Großteil des alten Fetts rausnehmen, neues Fett reingeben, und wenn jetzt die Bremsscheibe problemlos hier rausfällt, wird das so zusammengebaut und ans Auto geschraubt. Ist also tatsächlich die Manschette kaputt gegangen. Das Problem ist hier, dass das obere relativ stark einknickt und dann drückt es das wohl hier, drückt es dann die Manschette hier oben kaputt. Nur ist es hier so ein bisschen ein körnig-cremiges Fett geworden. Hier ist also auch Spritz eingedrungen. Machen wir besser ein anderes ran. Und hier sieht man auch gleich schon die Ursache. Das ist ja eigentlich rund, immer rundherum, aber wir haben hier so eine Ausbuchtung, das ist also mal das hier mal extrem eingeknickt. Und zwar ist das ja das obere, das wäre ja so dran, also hier ist zur Richtung Motor. Und wenn das dann mal extrem einfedert, dann kippt das ja hoch, der Oberdreieckslenker ist ja da festgemacht, das kippt hoch, wir haben ein bisschen die Gummis gekürzt. Und dann knickt das dann wahrscheinlich hier so extrem ein. Es ist hier oben noch der Spacer drauf, der dann wahrscheinlich die Sache noch ein bisschen ungünstig verändert, weil ja dann dadurch das noch weiter rauskommt. Also vom Dreieckslenker, wenn es original so wäre, mit Spacer ist es ja noch ein Stück weiter weg. Und dann ist dann hier schon die Grenze erreicht. Zumindest bei dieser Ausführung schlägt es dann hier die Sache unrund. Ist nicht ganz ungewöhnlich, Niva höher gelegt. Kann man Glück haben, dass die Traggelenke hier genügend Kragenweite haben oder Pech wie hier. Ich habe schon welche gesehen, wo der Bolzen hier krumm ist, will nicht wieder Pinöppel sagen, oder das, wo das hier schon ein bisschen ausgebrochen ist. Muss man also ein bisschen darauf achten, dass da nicht mal irgendwann die Pfanne so aufbricht, dass die Kugel rausspringen kann. Bevor es jetzt eine neue Dosis Fett gibt, schauen wir mal, wie das Radloch überhaupt anfühlt. Das dreht sich schön geschmeidig, freut man sich. Oh. Geschmeidig sieht hier anders aus, ist so blöd. Ich muss
zugeben, dass ich kurz überlegt habe, nur das eine zu tauschen, aber wir machen einen komplett neuen Satz. Da gibt es auch Videos dazu, wie das funktioniert, ein Treibwerkzeug. Das brauchen wir jetzt nie weiter erörtern. Bauen wir fix zusammen, neues Fett rein, das sind wir wieder da, wo wir eigentlich hin wollten. Jetzt endlich ist das Ganze hier mal zusammengebaut. Es muss noch die Bremsleitung ordentlich verlegt werden. Der Stoßdämpfer fehlt noch, der ist hoffentlich schon in der Post. Und das Radlagerspiel muss noch eingestellt werden. Der Rest sollte soweit passen. Letztendlich haben wir ein neues Traggelenk gebraucht. Ein Radlager war wirklich kaputt. Und die eine oder andere Staubkappe habe ich nochmal neu gemacht. Bremse muss noch befüllt und entlüftet werden. Das wird eine spätere Baustelle. Es fehlt ja noch der Halbbremszylinder. Und jetzt kann man nochmal kurz auf das Radlager im Blick werfen. Ich habe es mal so grob sauber gemacht. Es läuft rau. Das hört und spürt man, also ihr spürt es nicht. Jetzt haben wir das wieder zweckig. Hier ist das Radlager. Wenn man mal so schaut, also hier sieht man sicherlich ziemlich eindeutig eine doch etwas gröbere Abplatzung. Es ist immer so in der Höhe, hier geht das Reihe um. Hier nochmal. Hier überall, fast alle Walzen sind betroffen. Interessanterweise ist der Ring, also der ist so ein bisschen matt, wo man sagt, ja, das hat ganz schön schon Kilometer weg. Aber es sind ganz wenige Punkte, wo man so sagt, na, hier ist die Oberfläche so ein bisschen ausgeplatzt. Aber es läuft ja auch noch unheimlich rau. Also ihr hört es und ich spüre das. Das Schlimme an der Sache, bevor ich alles zerlegt habe, habe ich mal so grob durchgeprüft, Radlagerspiel, mal das Rad durchgedreht, dort war nichts auffällig. Das Radlager hat ja auch noch keine Kante, das ist noch nicht eingelaufen, dass hier eine Kante ist, dass es beim Einstellen praktisch klemmt und sich nicht lösen will. Und warum das jetzt hier so auf der Höhe ausgeplatzt ist, also entweder hat mal eine Rolle aufgegeben und das ist dann immer rum, das ist ja Oberflächen gehärtet irgendwie. Denn Käfig ist ganz, alle Rollen sind ganz und auch sonst war nichts zu finden. Ich habe jetzt das Fett nicht so weit untersucht. Es wird schon so sein, dass es hier was abgeplatzt ist und dann ist es immer eine Runde rum. Also ist das doch ganz vernünftig gewesen, das nochmal so weit zu zerlegen, dass man es hier in der Hand hat. Als nächstes wird es vermutlich weitergehen im Innenraum. Weil für den Motor fehlen mir noch ein paar Sachen und das Fahrwerk fehlt noch, der Stoßdämpfer. Ich habe mir hier einen Zettel gemacht, was alles noch festgezogen werden muss. Und im Innenraum kann ich ein bisschen machen am Tank und ich muss ja auch die Navigation ein bisschen umbauen. Und da sollte es noch genügend Stunden geben, die man hier verbrauchen kann. Bis dahin, bleibt gespannt.